Ja, mein Name wissen Sie jetzt schon. Und es ist tatsächlich so, dass ich mit dem Siedel Lisi verwandt bin. Nicht nur blutsverwandt, nein. Ich habe manchmal noch in der Nacht heute noch Eingaben von ihr, die sie mir aus dem Jenseits sendet. Ich lebe ganz in der Nähe Region Luzern, bin ich tätig als Privatdetektiv. Ja, ich weiss schon, ich sehe vielleicht nicht geradeaus wie ein Detektiv. Aber das Erste, was ich eben gelernt habe in der Privatdetektiven-Schule, ist, man soll sich immer möglichst unauffällig anlegen. So habe ich auch irgendwann mal oben in der Nacht das noch Eingabe bekommen. Das Lisali hat mir irgendetwas mitgegeben vom Brandenburger Tor. Nein, vom Untertorbrand. Ah, Untertorbrand, genau. Vom Untertorbrand hat mir etwas gesagt, ich soll mal schauen. Die Wille soll es irgendwann verzweifelt, das Herz ist gebrochen, die schöne Beiz zerstört durch einen Brand. Und das Schlimmste daran ist, es hat vermutlich einen mutwillig angezündet. Dem sollen wir doch auf die Spur gehen, dass wir den endlich verrutschte. Die Polizei, die Tappe natürlich wieder einmal im Dunkeln, wie es immer so ist bei den Polizeien. Also, Privatdetektive, meine Herren. So hat es mir gesagt, egal, ich halte mal auf das Willisohn. Obwohl ich zuerst nicht so recht wollte. Ich habe nämlich im Sommer noch ganz eine schlechte Erinnerung an Willisohn. Ich war doch mal zu Willisohn im Restaurant Möhren. Hat das Sommermenü genossen. Das ist ja wunderbar, gut und recht. Und ich verlange jetzt nicht von euch, dass ihr das alles runterlesen könnt. Und ich verlange auch nicht, dass ihr das alles essen müsst. Und schon gar nicht, dass ihr es zahlen müsst. Und das ist der Haken am Ganzen. Schaut da unten ganz klein, ich habe es extra für euch vergrößert. Der Preis von dem Menü, sage und schreibe, 4.950 Franken. Ja, kein Wunder ist die Beiz zugegangen. Ich bin, als ich hier im Jänner kam, bin gerade nicht mehr die Beiz. Ich wollte schauen, ob es sie noch gibt und habe gesehen, es ist zu. Taucht er wieder auf. Glück gehabt, habe ich gedacht, wenn es wieder jemand anderes ist. Aber nebenzu, das hat mich jetzt komisch gedunkt. Sehe ich so irgendetwas Eisen? Er dachte, ja, aber jetzt haben wir doch den Kreiliger, dann haben wir noch den Schappi. Und dann haben wir noch diesen, der so viel Zeug im Laden hat, den Kronenberg hier. Ja, müssen wir jetzt noch einen vierten haben, zu viele so, mit Eisen. Und gleich hast du einen komischen Eingang für so eine Eisenwarenhandlung, ein bisschen modern genug. Hat gedacht, ja, geht mir nicht an. Geh jetzt mal richtig Türli. Geh zu dem Türli hin. Und es ist also schon so, hey, soll ich echt doch nicht hindern, leuchtet das Fenster. Sondertürli. Das Türli, wie sie es alle gesagt hat. Zerstört. Natürlich, was machst du als Detektiv? Zuerst mal ein bisschen schauen, ein bisschen schmecken, ein bisschen grübeln. Und ein bisschen fragen. Das habe ich dann gemacht. Als erstes mal geschaut und ich sehe, während man den Brand ganz eindeutig etwas mit Eisen hat sicher zu tun. Weil da liegt ein ganzer Haufen alte Eisen. Ja, hätte das mit dem dort beim Möhren zu tun, bin ich zurück und schaue. Ich sehe da noch mal vergrössert den Haufen alte Eisen, der da oben gelegen ist. Und als ich das Schild genauer anschaue, sehe ich, aha, das heisst ja Reifeisen. Ein Teil von der Räuchlekram ist halt in dem Moment kaputt gewesen. So habe ich gewusst, ja, das ist halt das doch nicht so eine Sammlung. Aber vielleicht schaust du noch etwas genauer und dann sehe ich tatsächlich am Boden noch so ein weisses Zettel gegen den Metzger rüber. Hat das Zettel aufgelesen, ist sehr nass vom Regen oder von der Feuerwehr, ich weiß nicht von was. Das Zettel ganz nass tut, das ein bisschen auf und. Glaube ich nicht, das war ein Kassenzettel von einem Laden. Und dort drauf sind ganz interessante Sachen gestanden. Hat doch der eingekauft? Der Ventin, Putzfäden, Zündwürfel und Streichhölzer. Wow! Das ist eine heisse Spur, habe ich mir gesagt. Das muss die Kassenzettel und Täter sein.
Wo hat er das eingekauft? Oh, es ist einfach ein Schwummer. Kreiliger könnte es doch heissen. Genau, da war zum Baldjugend fragen, das, wo ihn ist. Bin der Städtli aufgelaufen und schon zu oberst am Städtli der nächste Hinweis. Vor dem Restaurant Sterne. Ist nämlich das Feuerwehrauto gestanden. Von der fusionierten Feuerwehr Gärtner und Willison. Ich habe mir dann gesagt, das ist verdächtig. Hat unter Umständen der Sternenwirt die Feuerwehr eingeladen, weil sie geschaut hat, dass er mit Konkurrent ausgeschaltet worden ist. Ja, man weiss es nicht, aber eben Beweis müssen wir liefern, mehr Detektiv und nicht geschnürt. Darum können wir hier nichts weiter sagen, aber etwas mehr habe ich auch noch herausgefunden. Ein ehemaliges Kader nicht gelebt von der Feuerwehr Gatnow. Ist natürlich hier zu viele Soldaten, ich arbeite hier in einer Bude, wo so Baustoff verkauft, wo man zum Beispiel auch Zeug kaufen kann, um ein Restaurant einzurichten. Alles verdächtig. Vielleicht hat er ja geglaubt, dass die Feuerwehr Gatnow endlich eins kann, viele so kommen. Ja, Affe, ich bin endlich zur Kreilung rein. Niemand rum. Ja, vielleicht im Keller rundum. Komm mal rüber, oben sind jemand alle. Geht die Stegen auf. Niemand. Sehe ich hinten auf dem Schrank ein Schild. Chapu. Ich dachte, was, das kann jetzt nicht sein. Jetzt haben die auch schon fusioniert. Oder bin ich im Fall Schaden oder hat das so angeschaut? So, Chapu, Chapu. Schappi! Schappi! Und der Mann kommt gerade Margareta hinten für und sagt, was studierst du? Und sag ich, ja, bin ich jetzt hier am richtigen Ort? Ich lese hier Schappi, aber ich bin doch Kreiliger. Ja, nein, nein, das ist etwas ganz anderes. Aber ich habe doch gesagt, oder ich habe verlauten lassen, ich habe das Kassenzettel gefunden. Ob ich das dabei habe? Ja, natürlich. Hast du da schon dabei? Sie können hier schauen. Da, der Pentin, Botsfäden, Zündwürfel. Das ist doch von euch. Ja, natürlich ist das von uns, hat sie gesagt. Aber Detektiv, hast du das Datum angeschaut? Gekauft worden am 15. Januar 16.18.28. Sondertürli ist angekommen am 15.01.16.00.30. Also lang vor dem Kassenzettel. Das kann gar nicht sein, das kann nicht vom Täter sein. Ja gut, vergessen, was habe ich gesagt. Gehen wir halt weiterforschen. Was machst du, wenn du so eine Gemeinde rauskommst? Wer könnte Interesse haben, dass das Türli wegkommt? Ja, irgendjemand, der etwas bauen will, das im Weg wäre, oder? Du gehst am besten mal aufs Bauamt fragen, was da so geplant ist. Aber gell, war schon halb vier, das Bauamt, und du bist auch nicht mehr rum. Habe ich halt aus im Anschlagkasten nachgelesen. Und dort habe ich noch unter der Baubewilligung ganz etwas Spezielles gesehen. Steht doch dort, dass sie bei den 83. GVL Nummer 1 der Gucker eine sogenannte Wärmepuppe gebaut haben. Das ist so eine interessante Wärmepuppe. Nicht Pumpe, Puppe. Ja, haben sie echt im Untertürli aus einer Puppe eingebaut. Und ist vielleicht ein bisschen heiß zu und her gegangen. Ja, aber habe ich mir gesagt, Puppe schreibt man doch mit 2P. Bin ich ganz sicher. Da kommt gerade ein Schüler vom Schlossfeld oben und sagt, komm schnell da hin. Muss da dich etwas fragen, Puppe. Hat doch 2P, oder? Sagt er, ja weisst, die heutigen Lehrer zu viel soll, das kommt nicht mehr so genannter vor. Kannst du etwas schreiben? Wird gerade das Gefühl, dass das etwas stimmt, gell? Gell, Robi, das stimmt. Ja, du siehst, er bestätigt das. So, hat er gesagt, schau, jetzt muss er mal etwas zeigen, der Schultäterin. Nimmt den Test raus, den er hatte. Gestern hat er gesagt. Ein Test, den er gar nicht gewusst hat, was es geht. Er hat den Titel gelesen von dem Test. Er hat nicht so gefunden, was die haben wollen von ihm. Ich behaupte, selbst ihr merkt nicht, wenn ihr zweimal heranschaut, um was es sich hier handelt. Nein!
neue Rechtschreibung. Was ist das? Da hat eben jemand einen Fehler gemacht. Ich tue jetzt das T ausputzen und das E1 vorschieben. Und schon kommt mir nachher, was da gemeint ist. Ein Test für Lesestrategien. So weit sind wir also zu Willisau. So schreiben wir jetzt also. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ich gehe nach irgendeiner Lehrerin fragen, die daraus kommt. Eine von der bekanntesten Willisauer Lehrerin ist doch immer noch Frau Metzger. Gehst du Grüter ab, habe ich gesagt, fragen. Vielleicht ist ein Tricks rum. Komm mal zu dem Grüter ab, wenn du schon denken kannst, die Metzgerin hier nicht rum, gell? Weit und breit kein Metzger mehr. Ja, vielleicht hinterher und gehe hinterher und das Gässchen durch. Kommt mir einer entgegen und sagt, was suchst du? Sag ich, ja, ich suche ein Trixel von der Grütermetzgerei. Ja, das ist nicht mehr da. Die ist schon lange zu Grosswangen. Was? Ja, der hat sie zu Grosswangen nehmen und Asyl gegeben. Zwei so haben sie keinen Platz gehabt, der Asyl schon zur Unterkunft. Da sehen sie, das Trixel, also ich meine, nicht etwa ganz. He? Hat er auch gefragt, wo hast du das Auto hergestellt? Ja, sie hat ja Möhren unten. Ja, hast du auch noch Glück gehabt. Weil vom Trixli erzählt mir, dass sie manchmal Kritz macht mit dem Schlüssel in das Auto, wo auf ihrem Parkplatz sind. Das Dumme sind alle nur, wenn ich da gerade noch zuschaue, wo das Auto gehört aus dem Dübel raus. Jawohl! Er hat mir noch gesagt, weißt, wenn du Fragen hast, Fragen über Wieso. Frag nicht das Trixli. Frag jemanden, der viel mehr weiss von Willisau. Wenn du wirklich etwas von Schuss von Willisau, geh doch zu der Frau Schwäger. Ihr Töchterli, sie scheint die erste oder fünfte angeläutet. Ja, meine, er hat mir erzählt. Man erzählt wie zu Willisau. Es ist eben so, wenn etwas erzählt wird. Wir verkürzen mit die Hedgeschein schon länger, weil wir ein Haus geräuchertes Brot machen. Ja, das machst du nicht alles, als wenn du im Fernsehen kommst, gell? Auf jeden Fall bin ich dann den Laden runter. Die hat auch wieder mal Glück gehabt, sie war gar nicht rum. Ich konnte ein bisschen schnücken, ein bisschen rumschauen. Da sehe ich dort die Bäckerin, in der Bäckerei, die Tafel. Verkehrt. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Dafür hat sie das sonst alle auf dem Trottoir raus. Aber ich drehe die Tafel herum und habe den Beweis gefunden. Tatsächlich heisst da drauf neu hausgeräuchertes Schwarzbrot. Tatsächlich hat sie es mir gewollt, weil wir verkaufen scheinbar. Aber gleich die Tafel raus da. Ich habe sie dann gefragt, ja Margrit, warum hast du die Tafel? Ja, weisst du. Das mit dem ersten Räucherversuch ist nicht so gut angekommen da. Jetzt möchte sie einfach nur Schwarzbrot. Habe ich gesagt, ja, kannst du schauen, sie hat mir eins. Sie legt mir eins vor die Füße. Ich musste es gerade fotografieren. Ein wunderschönes Schwarzbrot, habe ich müssen sagen. Das sieht jetzt wirklich appetitlich aus. Das Schwarzbrot. Da sagt sie, schau, kannst du gerade eins mitnehmen, kannst du es dem Sprügel oben verteilen. Aha, ja gut, habe ich gesagt. Ich habe das Brot mitgenommen und ich habe es etwas da reingenommen. Ich habe es gerade ein bisschen aufgeschnitten. Ich habe es da beim Säckchen. Könnt ihr das dann verteilen unter euch? Also es sollte eigentlich länger. Wenn ihr wie sauber seid, ein Bündchen zu teilen. Ihr habt ja vor Jahren auch damals die sogenannte Kostenknappheit gehabt. Also, dann würde ich einfach sagen da dazu, ein guter Bebrot und degustieren vom Schwarzbrot von der Frau Schwäger. Und denke daran, wenn ihr etwas hört. Meine Nummer, die findet ihr im Telefonbuch. Merci vielmals. Ja, ganz, ganz grosser Dank. Seid ihr easy. Oder der Flaschensäppi.